ganz herzlich willkommen auf der ISH bei Trox zu einem richtig spannenden Thema, dem Thema, was uns alle angeht, nämlich Nachhaltigkeit. Corporate Social Responsibility bei Trox. Und ich freue mich ganz besonders, zwei tolle Gäste heute bei mir zu haben. Herzlich willkommen, Christine Roskoten, Head of Corporate Social Responsibility bei Trox. Und natürlich Dirk Scherder, Funktionsbereichsleiter Lufttechnische Komponenten, ebenfalls natürlich bei Trox. Schön, dass ihr da seid. Lass uns erstmal ganz kurz einen Begriff klären oder erklären, nämlich diese Nachhaltigkeit. Das war mal ein Modebegriff und jetzt ist es irgendwie so eine Art Notwendigkeit geworden, Dirk, oder? Genau, es ist angekommen im Leben. Jeder von uns kennt das, auch im privaten Leben. Und deswegen ist es für uns natürlich auch wichtig, bei Trox sich da richtig aufzustellen. Wir beobachten das Thema schon sehr lange und deswegen freue ich mich auch, dass wir heute die Gelegenheit haben, mal darüber zu berichten, wie wir uns genau aufgestellt haben und was wir alles betrachtet haben bei Trox. Und da gehen wir jetzt mal direkt rein. 2040 soll Trox klimaneutral sein. Mhm. Was heißt das? Wie wollt ihr das schaffen? Das ist eine amtliche Aufgabe. Ja, unbedingt. 2040 möchten wir klimaneutral sein. Das heißt also, sämtliche CO2-Emissionen, die von uns ausgehen und die wir auch einkaufen, müssen null sein. Das ist eigentlich das Ziel. Die EU, die hat sich vorgenommen, 2050 klimaneutral zu sein, aber wir wollen schon 2040 tun. Das unterbietet ihr mal locker um 10 Jahre. Genau. Aber jetzt ist die Frage nach dem Wie. Wie macht man das? Naja, indem wir als allererstes mal Transparenz schaffen. Und Transparenz schaffen wir, indem wir zum Beispiel genau messen, wie viel CO2-Fußabdruck kaufen wir ein, produzieren wir selber und emittieren wir am Ende des Tages auch in die Welt hinaus. Und der zweite Punkt ist natürlich, indem wir uns ganz klare Ziele setzen. Also was haben wir 2025 vor, wie soll es dann 2030 aussehen? Und so bewegen wir uns Schritt für Schritt alle 5 Jahre sehr strukturiert auf das 2040-Jahr zu, in dem wir dann hoffentlich klimaneutral sind. Vielleicht gehen wir mal auf diese Ziele, auf diese Scopes ein und du erläuterst sie mal so rudimentär wie möglich. Ja, genau. Also die Scopes sind eine Basis oder basieren auf dem Greenhouse Gas Protocol. Und das ist ein internationaler Standard, nach dem sich alle Organisationen richten. Und danach kalkuliert man also und berechnet man, wie viel CO2 ein Unternehmen verbraucht. Also ich will es mal ganz grob erläutern. Scope 1 ist beispielsweise alles das, was wir selber an Verbrennung im eigenen Haus haben. Also wir sagen sämtliche Öfen, der ganze Fuhrpark, sonstige Emissionen, die aus Verbrennung heraus passieren. Das ist Scope 1. Der zweite Punkt ist Scope 2, alles das, was wir an Elektrizität oder Fernwärme dazu kaufen. Und Scope 3 gibt es einmal einen vorgelagerten und einen nachgelagerten Prozess. Das heißt also, alle eingekauften Waren müssen mit einem CO2-Wert belegt werden und aber auch alles das, was im Betrieb hinterher mit unseren Produkten im Gebäude beispielsweise passiert. Und natürlich noch viele andere Komponenten, aber das sind so die wesentlichsten. Und dann habt ihr etwas entwickelt, was zum Erreichen dieser Ziele unglaublich wichtig ist, nämlich eure eigene Klimaformel. Ich gehe mal auf diese Folie mit drauf. Vielleicht kannst du dazu noch 2, 3 Worte sagen, weil das ist ja auch ein komplexes Konstrukt. Genau. Letztlich müssen wir allen, nicht nur uns, sondern auch allen anderen begreifbar machen, wie unser Weg ist und wie unsere Strategie vor allen Dingen ist. Und das machen wir am besten mit einer Formel, indem wir ganz klar sagen, wessen Beitrag ist was, wie und wann und wo. Also, den ersten Teil, den wir sehen, ist einmal die direkten und die indirekten CO2-Emissionen, die, wie gerade beschrieben, aus Scope 1, Scope 2 und teilweise auch Scope 3 kommen. Dann gibt es den Teil der Investitionen. Also sprich, die indirekten CO2-Emissionen, die müssen gesenkt werden. Und der Anteil der Investitionen in nachhaltige Energien beispielsweise, also Photovoltaikanlagen und so weiter und so fort. Und natürlich auch andere Investitionen, die müssen wir natürlich nach oben schrauben, weil wir eben nicht möchten, möglichst viel CO2-Zertifikate zu kaufen. Es gilt, auch natürlich kommen wir ohne CO2-Zertifikate nicht aus, aber es gilt, diese genau zu reduzieren. Der weitere Punkt ist, das steht auf der rechten Seite dann, unser Beitrag zur Gesellschaft, also CO2 gleich Null, ist 2040 angepeilt und gute Luft, das ist das, worum es uns geht. Gute Luft ist letztlich unser Metier, unser sinnstiftender Hintergrund, warum wir Trox auch so entsprechend leben, also gute Luft in Räumen. Und das wollen wir natürlich auch den Menschen vermitteln. Und darüber hinaus, alles das, was wir in unserem Produktentwicklungsteam und in der Forschungs- und Entwicklungsabteilung durchführen, ist zur CO2-Reduktion im Betrieb unserer Produkte und Anlagen. Ja, in Gebäuden.
Wunderbar. Dann gehen wir noch kurz auf das Wie ein. Und das ist so ein bisschen aufgeteilt. Wir geben jetzt mal bis 25 und dann kannst du uns, Dirk, das ab 25 erklären. Also 2025 haben wir beispielsweise vor, alle unsere Werke, Standorte CO2-neutral zu erreichen. Und zwar mit allen möglichen Investitionen. Ich erwähnte es gerade, dass wir versuchen, mit CO2-Emissionen also zu reduzieren und letztlich über Photovoltaik entsprechend zu reduzieren. Da investieren wir bis 2025 9 Millionen Euro und haben dann 10 Werke mit Photovoltaik weltweit ausgestattet. Das ist zum Beispiel eines der wichtigen Punkte. Wunderbar. Und wenn wir jetzt einen Schritt weitergehen, Dirk, und sagen, okay, das haben wir erreicht, was sind die nächsten Schritte? Wie geht es dann weiter? Das ist ja schon in 2 Jahren. Genau. Darüber hinaus ist es für uns wichtig, dass wir uns mit den Produkten auseinandersetzen, also die Produktnachhaltigkeit angehen. Da sind wir natürlich jetzt auch schon dabei. Das ist das Thema Scope 3, was wir gerade schon gehört haben. Da gibt es praktisch 2 Ansätze. Zum einen den vorgelagerten Teil, also vorgelagert bis zum Werkstor, also alles das, was bei uns im Werk passiert, was wir im Griff haben. Also mit unseren Produkten, mit den Materialien, die wir verwenden und. Also das ist für uns ein sehr wichtiger Schritt, dass wir das untersuchen, erkennen, wo Potenziale sind und ausbauen. Weil wenn man sieht, wie viel CO2 beispielsweise in einem Trox-Produkt typischerweise hängt, dann hängt davon 95% ungefähr an dem Produkt, also an dem Einkaufen, an den Materialien. Das ist das Interessante und da ist unser großer Hebel für die nächsten Jahre auf der vorgelagerten Seite. Und wenn man dann guckt, was auf der nachgelagerten Seite passiert, also nach dem Werkstor, auf der Nutzungsseite, dann kann man sich gut vorstellen, dass ein Produkt, was 25, 30 Jahre eingebaut ist in einem Gebäude, was das dann nochmal für eine Auswirkung auf den CO2-Wert hat. Und deswegen ist es für uns auch da wichtig, dass wir uns angucken, wie sind unsere Produkte aufgebaut, wie effektiv sind die, wie effektiv sind sie beispielsweise vernetzt. Deswegen Trox OX ist ein Thema hier auf der Messe, die Produkte bestmöglich zu vernetzen und zu nutzen, um auch auf der Seite, auf der Nutzungsseite nachgelagert, möglichst gute und nachhaltige Produkte in Zukunft verkaufen zu können. Das ist der Hebel. Und da mal reingehen auf diese vorgelagerte Seite. Wie sind da die Erfahrungen? Wie werden reagiert von den Kunden, wenn ihr, beziehungsweise von den Lieferanten, wenn ihr sagt, naja, wir müssen da jetzt mal ein bisschen mehr drauf achten, dass das, was bei uns auch ankommt am Werkstor, dass das ein bisschen, sagen wir mal, nachhaltiger produziert wird? Wie erlebt ihr das? Ja, also ganz unterschiedliche Reaktionen. Also von unseren Zulieferern, einige sind da schon, ich sage mal, schon fast einen Schritt weiter. Die haben alles an Dokumentation, was man sich so vorstellen kann, und stellen das auch zur Verfügung. Und bei anderen Zulieferern ist das Thema noch gar nicht angekommen. Und dann müssen wir zusammen mit den Zulieferern natürlich einen Weg finden, wie wir an die Werte kommen, wie wir die nutzen können und. Und vielleicht auch mit dem Zulieferer zusammen das Produkt oder die Lieferkette auch zu verbessern, weil auch das ist ein Thema. Logistik spielt natürlich auch da rein. Genau. Also jetzt hast du eben erwähnt, ein, sagen wir mal, Notfall, aber notwendiger Notfall oder Notlösung sind Zertifikate. Ja. Keiner will sie so richtig, aber man braucht sie eben noch. Erklär noch mal ein bisschen, wie ihr es damit haltet. Also grundsätzlich wollen wir natürlich vermeiden, CO2-Zertifikate außerhalb der Europäischen Union. Wir müssen keine CO2-Zertifikate kaufen, wir können es tun, aber das wollen wir auf ein Mindestmaß zu reduzieren. Wir haben das Problem mit den Zertifikaten ist nur, sie sind wenig glaubwürdig. Immer wieder ist in der Presse zu lesen, wie intransparent am Ende des Tages vielleicht auch Zertifikate sind. Und da gilt es natürlich, höchstmögliche Transparenz auch für unsere Kunden zu schaffen. Das ist eigentlich der entscheidende Faktor. Und deswegen haben wir uns mit der Landwirtschaft im Grunde genommen zusammengetan und haben eine Plantage gemeinsam aufgebaut mit dem Bio-Innovation Park in Bonn und mit einem Landwirt bei uns vor Ort, die eine Polovnia-Plantage gepflanzt haben. Polovnia ist ein Baum, der aus China kommt, also aus Asien kommt, der ultraschnell wächst, wahnsinnig viel CO2 speichert und als Baumaterial hervorragend ist. Und es gibt 2 Wege innerhalb dieser, für dieses Forschungsprojekt. Einmal wollen wir herausfinden, wie viel CO2 wirklich gebunden werden, wie ist die Pflege, wie sind die Anbausituationen und aber auch, welche Forschung und Entwicklung aus diesem Produkt des Holzes heraus können wir für uns tatsächlich einsetzen.
Und da haben wir dann den Unterschied zwischen den oft nicht greifbaren Zitaten und einem realen, nahen Projekt. Das ist genau, das kann man sich dann auch anschauen vor Ort. Man kann hinfahren, man muss nicht nach Costa Rica, nach Brasilien oder sonst wohin in den Urwald, sondern man kann sich das direkt vor Ort anschauen. Das ist die Idee dabei. Dann kommen wir mal zu den Kompensationen mit Ökobilanzen. Ich sage jetzt einfach mal EPDs, PCFs. Was sind das für Begriffe? Was machen wir damit? Was bedeutet das? Wie greifbar sind diese Arten der Kompensation? Genau, ja. Da geht es darum, bei dem Thema geht es darum, wie erklären wir unseren Kunden, wie nachhaltig unsere Produkte sind. Und da hat sich bei uns in der Branche etabliert, dass wir Ökobilanzen machen müssen, weil für die Gebäude wird eine Ökobilanz erstellt. Das ist in anderen Branchen anders, da ist CO2 der ausschlaggebende Faktor. In der Gebäudetechnik ist es halt die Ökobilanz. Und für die Ökobilanz haben wir auch lange untersucht, welchen Weg wir da gehen können, wie können wir die Ökobilanz unserer Produkte darstellen. Aber es hat sich herausgestellt tatsächlich, dass die sogenannten Umweltproduktdeklarationen oder im Englischen halt EPD abgekürzt, das Mittel der Wahl ist, weil die einfach viel waldreichender sind, viel mehr Details aufschlüsseln, nicht nur CO2, sondern auch Gesundheitsschutz betrachten, Naturschutz betrachten und den Verbrauch von den Ressourcen. Also insofern, da kriegt man jede Menge Informationen über die Produkte. Wir lernen mehr über unsere Produkte und unser Kunde hat auch die volle Transparenz, wie die Produkte aufgebaut sind und wie nachhaltig die Produkte am Ende sind. Also wir reden quasi von einer Art Produktpass, aber ja? Ja, klar. Es läuft auf einen Produktpass in der Tat raus. Ja, die EU ist gerade dabei, dieses zu entwickeln, diesen digitalen Produktpass. Und genau diese Informationen werden in diesen Produktpass einfließen, sodass jedes Produkt entsprechend gekennzeichnet ist und diese Informationen dann auch beinhaltet. Und wenn wir jetzt mal zum Abschluss in die Zukunft blicken, wie geht das jetzt weiter? Also wie sorgt ihr dafür? Du hast ja eben auch gesagt, die Produkte sind sehr, sehr lang im Betrieb dann. Wie kann man das schaffen, dass wir jetzt quasi schon so zukunftsweisend diese Produkte entwickeln und erarbeiten, dass sie eben in 30, 40 Jahren immer noch irgendwie auf einem äußerst gesunden Level unterwegs sind? Ja, also wir haben das ganze Thema Nachhaltigkeit jetzt verwurzelt bei uns im Produktentstehungsprozess. Also es ist ganz wichtig, dass man schon bei der Entwicklung sich Gedanken macht, wie sehen die Materialien aus, die man verwendet, ist das Produkt auch wieder zerlegbar, ja, dass man nicht großartig verklebt, weil das kann ich dann nicht getrennt entsorgen und. Also es gibt da sehr viele Prozesse, wenn man sich das anguckt, bis hin zur Verpackung. Also da könnte ich jetzt ganz viele Themen aufzählen. Aber wie gesagt, es ist wichtig, dass schon während der Entwicklung sich da die Gedanken gemacht werden, weil da spart man dann den CO2-Fußabdruck ein und später ist es dann zu spät. Also deswegen ist es ganz wichtig, in der Produktentstehung das zu tun. Und grundsätzlich, wenn man sich die technischen Daten bei Trox anguckt, ist es auch wichtig, dass man Themen wie Leckage, wie Energieeffizienz wieder ganz nach oben auf die Agenda setzt, weil das zahlt auch alles auf die Nachhaltigkeit ein am Ende. Wunderbar. Dann zum Abschluss noch eine rhetorische Frage an dich. CSR, Nachhaltigkeit, Notwendigkeit oder Modeerscheinung? Das ist ein Paradigmenwechsel, den wir hier sehen. Also es ist, ich würde sagen, mehr als ein Trend und mitnichten eine Modeerscheinung. Ich glaube, wir wissen alle, dass wir keine zweite Erde zur Verfügung haben und deswegen kommt es am Ende des Tages auf alle an, auf dich, auf mich, auf ihn, auf alle, das Thema gemeinsam zu erfassen und anzufassen. Und darum geht es mir heute und hier. Besser kann man das nicht abschließen. Vielen Dank, Christine. Vielen Dank, Dirk. Weitere Infos zu diesem spannenden Thema Nachhaltigkeit und insbesondere Nachhaltigkeit bei Trox gibt es natürlich auf trox.de. Also reinklicken. Viel Spaß. Danke.